Einen wunderschönen guten Morgen. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Ey, tut mir wirklich voll sorry, ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass ich jetzt die letzten 2 Wochen Urlaub hatte. Deswegen sind auch keine Videos gekommen. Aber naja. Aber aus 2 Wochen Urlaub wurde eine Woche Urlaub und eine Woche krank. Weil ich habe wieder mit Fußball angefangen in einem Verein und die ersten Trainings liefen super. Gleich das erste Spiel habe ich mich dann verletzt. Muskelfaserriss. War super. Die ganze letzte Woche konnte ich kaum laufen. Jetzt sieht es einigermaßen wieder so richtig. Aber ich muss halt trotzdem immer noch drauf achten, wie ich laufe und ja. Und dementsprechend, oh hoppala, ist nicht gut. Dementsprechend muss ich mir auch selber spritzen. Wegen Thrombose, also um Thrombose vorzubeugen. Und mache ich jetzt so schnell und dann fahre ich rüber zur Anmeldung. Nee. War eine richtige Überwindung gewesen, die Scheiße. Ah, ja. Hab mich gerade einer gefragt, was ich hinter meinem Fahrer auszuhängen habe. Ich so, hä? Mein Anhänger. Nee, der komische Kasten da hinter deinem Fahrerhaus. So, naja, mein Anhänger. Mann, und komm jetzt hier oder mach irgendwas, aber lass. Nee, was auf deiner linken Seite, auf der Fahrerseite hängt da, das weiße. Ich sag so, ja, meine Antenne für mein Fernseher. Also, falls ich weiß ja nicht, wie ihr das macht, aber jetzt, weil ich ja im Urlaub krank war, die eine Woche, könnt ihr mir mal erzählen und sagen, wie ihr das macht. Lasst ihr euch denn trotzdem krank schreiben oder sagt ihr euch, ach komm, wozu, ich habe ja Urlaub? Würde mich mal interessieren. Ich habe gerade ein schönes Päuschen gemacht in Teufelstal. Hier auf dem 9. Jetzt fahre ich wieder los. Muss mal gucken, ob ich hier jetzt vernünftig rauskomme, weil der Kollege hier vorne, der steht relativ weit vorne. Ja, mal kicken, ob ich das hinkriege. Toi, toi, toi. Weil der hat nicht umsonst seine Spiegel angeklappt. Wir müssten gleich den Thorsten sehen, wenn die Büsche nicht wären. Ja, das ist natürlich jetzt die Frage mit den Büschen. Weil der Thorsten, der macht mal Fernverkehr.
der schläft heute nicht zu Hause. Nee, der darf auch mal draußen im LKW schlafen. Das spart er Heizkosten. Das ist übrigens jetzt extrem geil, Fernfahrer zu sein, weil du sparst halt Heizkosten zu Hause. Ne? Du kannst immer heizen, aber sparst Heizkosten zu Hause. Er hat gesagt, der ist da, der ist irgendwo Dreieckplatz da. Hat er gesagt. Oder der hat sich wieder verfahren, kann natürlich hoch sein. Ah, da ist er, da ist er. Da kommt er. Da kommt er, der Hühnerschrecker. alter Hühnerschrecker, alles schick bis nach Hause. Ja, na wie gesagt, mit Bitterfeld ist auch alles schick, ne? Danach hast du Stau. Nein, ich fahr Brücke runter und dann ist Feierabend. Der wünsche ich dir einen schönen, geruhsamen Feierabend, ne? Ah, nee, hau rein. Jo, alles klar, wünsche ich dir auch, bin ja auch und ciao. Und auch nicht so viele. Nein. Mit dem Chef nachher, wisst ihr? Ja, bestimmt. Oh, Empfang weg, ciao. Wunderschönen guten Morgen. Ja, ich wollte um halb sechs wollte ich aufstehen. Halb sieben bin ich aufgestanden. Ich habe die Nacht hier in der Firma geschlafen. Aber gut, das macht ja nichts. Ich habe ja keinen Zeitdruck. Ich fahre jetzt rüber zu Rewe, lade aus, dann fahre ich nach Berlin, Holzhauser Straße. Lad die zweite und dann fahre ich wieder raus. Dann laden wir morgen wieder neu. Und dann ist das alles schön. Guck mal, was ich jetzt neu habe. Also die Klasse an sich habt ihr ja schon mal gesehen. Ne? Andy's Truck World. Ich hatte aber bei der anderen Klasse hatte ich den Spruch drauf gehabt, einfach der Beste. Und jetzt steht hier einfach mal Actros, das P steht für Power. Ist das nicht geil? Und da kommen zum Ende des Jahres, kann ich euch jetzt schon sagen, werde ich wieder ein Gewinnspiel machen. Und da kommen dann, oder da verlose ich dann 5 Tassen. Einmal mit dem Spruch Actros, das P steht für Power und einmal mit dem Spruch nur wer cool ist, schnallt sich an. Bescheid. Einmal so hier, wie die Tasse jetzt ist, mit weiß, also komplett weiß. Und einmal ist hier außenrum weiß, der Henkel ist schwarz und innen drin ist schwarz. Ja, so ist der Plan. Ich hoffe mal, das funktioniert halt. Jetzt warten wir hier bei Rewe und dann ja, schauen wir weiter. So, ja, mit Rewe bin ich fertig, schon seit einer Stunde oder so. Jetzt sollte ich eigentlich mit einem anderen Auflieger noch eine Ware ausfahren, Profile. Ja, das Problem ist aber, erstens bin ich mit dem Auflieger zu hoch. Bin ich irgendwo so zwischen 4,5 Meter, 4,8 Meter. Und in Schweren kommt hinzu, dass der Fahrer, der die Laden hat, die Papiere noch bei sich im LKW hat. Und der ist gerade irgendwo in Berlin, irgendwo muss da gerade irgendwas anderes fahren. Ja, natürlich blöd. Da kann ich wegen der Höhe nicht fahren und weil die Papiere nicht da sind. So, gut. Hätte man natürlich, wäre die Höhe gegangen, dann hätte man natürlich irgendwie gucken können, dass man eventuell die Papiere da irgendwie abholt von ihm. Aber, ja, weiß ich auch nicht. Ist halt so. Und jetzt sehe ich duschen, mache mich fertig soweit und dann werde ich dann, denke ich mal, so gegen 10 in dem Dreh, 10, halb 11, werde ich dann zu nach Berlin fahren, zum Laden. Und dann, ja, schauen wir weiter. Bin ich hier gerade in Köckern auf dem Rasthof auf
da 9. Dachte ich mir, ist noch schnell duschen, weil du hast sowieso Stau, da musst du sowieso durch Halle fahren. Und dann machst du hier gleich noch eine Pause, dass du dann die nächsten 4,5 Stunden so schön fahren kannst. Wirst einmal duschen, 4,50 €. 4,50 € duschen. Jo, du hast zwar keine Zeitbegrenzung, aber 4,50 € ist ein bisschen was. Und ich gehe mal stark davon aus, das wird noch sehr viel teurer werden. Mittlerer Kaffee. Mittlerer Kaffee mit Bockwurst. 7 €. Hat was, definitiv. Schmeckt uns gleich viel besser, wenn es so teuer ist. Wenn du auf der A9 einen Stau umfahren möchtest und dann vor Halle im Stau stehst, läuft. Einen wunderschönen guten Morgen, wir haben es 16:30 Uhr. Ab geht die wilde Fahrt. Ich habe sehr gut geschlafen. Jetzt fahren wir los und ja, schätzungsweise gegen 8:45 Uhr in dem Dreh. Hoffentlich ein bisschen früher sind wir denn da in Bingen zum Ausladen. Einmal Tor 4. Muss man immer aufpassen, dass man nicht so in die Gebäude fährt. So, fleißig am Abladen. Also wovor ich ja so ein bisschen Bammel habe, ist, wenn ich in diesen komischen Kran reindoller. Wäre nicht so gut. Nach 1,5 Stunden habe ich jetzt endlich mal eine Rampe fahren, geil. Und ich habe mir gedacht, das wird eine schnelle Nummer hier. Natürlich wieder total verschätzt hier.
Achso, die haben ihn bloß abgeschleppt. Oh, ich habe jetzt gedacht, hier irgendeine krasse Verfolgungsjagd, den sie jetzt gestellt haben und. Oh nee, aber dann wurde der einfach nur abgeschleppt. Kriegt die Krise. Ich habe gedacht, endlich mal was Geiles im Video, aber nee. Aha, Mann. So, Parkticket haben wir geholt. Müssen wir nochmal gucken, wo wir uns hinstellen, ob wir uns hier vorne hinstellen oder hier hinten irgendwo. Eigentlich, hier hinten ist eigentlich, glaube ich, schön ruhig. Hier hinten geht, glaube ich, keiner auf den Sack. Wenn ich mir da vorne hinstelle, der ganze Pkw-Verkehr und alle drum und dran und hier und da und schieß mich tot. Ist geil, muss ich aber nicht haben. Ja, nee, komm, ich stell mich. Ich stell mich hier hin. Was soll der Geiz? Verstehst du? Bisschen Glück. Mit bisschen Glück geht dir hier keiner auf den Sack. Ja, da bist du am Schlafen. Da bist du am Schlafen. Du stehst am Ende des Autohofes, auf dem letzten Parkplatz praktisch. Ja. Weil du eigentlich denkst, damit dir keiner auf den Sack geht, damit nichts passiert. Nee, da stellt sich Kollege Holland direkt in der Ausfahrtsspur, direkt neben mir hin. Ich stehe auf dem letzten Parkplatz. Und hier versuchen sich, oder hat sich gerade ein LKW versucht, durchzuquetschen. Und der hat einfach mal meine Kamera berührt. Der ist mit seiner Kamera und meiner Kamera langgeschrammt. Alter, das kannst du dir nicht ausdenken. Ich hab's ihm gesagt, Kollege, du stehst ja schon bescheuert. Das funktioniert nicht. Ja, was soll ich machen? Bin zu lang, geh im Parkplatz. Alter, kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt bleibt er natürlich da so stehen. So. Wenn der andere gerade schon nicht vorbeikam oder schwer vorbeikam, dann will ich nicht wissen, wie es bei den anderen ist, die ja vorbeikommen. Und da werden die Nacht noch den einen, da wird die Nacht der ein oder andere noch vorbeikommen. Schwör ich. Und da wird es immer wieder so sein. Kannst du dir nicht ausdenken. Eigentlich, normalerweise muss er weg, ganz ehrlich, weil er steht hier mitten in so einer Ausfahrt. Ich stehe ja nun schon mal hier, wisst? Schön auf dem Parkplatz. Aber, mal kurz andere Seite gucken, wie viel Platz ich da habe, ey. Ich habe mich mal ein bisschen rangieren. Ey, das ist zum Kotzen. Ganz ehrlich. Nur damit ihr mal seht, wie dicht das eigentlich ist. Kickt euch diese Scheiße an, Alter. Ja, wie echt. Also ich habe mich jetzt dazu entschieden, dass ich mich jetzt hier vorne hinstelle. Weil das ist mir mit Kollege Schnürschuh hier drüben, ist mir das zu doof. Die quälen sich hier an mir vorbei und an ihm. Das ist absolut keine wahre Freude. Also, ich habe zu sehr Schiss, dass sie mir hier irgendwie was abfahren. Habe ich absolut kein Interesse dran. Ich stelle mich jetzt hier in die Parklücke rein und dann ist es gut. Leckt mich am Arsch. Also wirklich, das ist wirklich nicht feierlich, Alter. Ich weiß nicht, ob ihr das gerade sehen konntet, aber das war einfach viel zu dicht. Das ist einfach so. Ist zwar nur für Kühler gedacht, aber ist mir scheißegal.
Ganz ehrlich. Ist mir einfach zu dumm. Kann ich schlafen? Bei jedem Geräusch stehe ich auf, weil ich denke, da ist einer und kommt nicht vorbei. Ja, das ist das erste und letzte. Ich weiß, ich verstehe nicht, warum die so jemanden auch da stehen lassen. Oh, ne Witz. Das macht für mich absolut keinen Sinn, mitten in der Durchfahrt. Also man muss, ja, haben wir jetzt verkackt, aber man muss ja halt auch mal reinziehen, wir haben jetzt 2 Uhr. Was? 2 Uhr. Um halb zwölf bin ich erstmal aufgestanden. Ich will einfach nur ein bisschen schlafen. Mehr will ich eigentlich gar nicht. Leck mich jetzt, Alter.